Nach umfangreichen Bauarbeiten wird heute in der Gemeinde Lechascha der neu errichtete Dorfplatz feierlich seiner Bestimmung übergeben. Und alle Details dazu, die zeigen wir euch jetzt. Wir freuen uns, dass wir den neuen Dorfplatz einweihen dürfen. Ebenfalls die Sanierung, die Renovierung am Gemeindeamt und das ganze Projekt endlich nach 1,5 Jahren abschließen dürfen. Mit einem gelungenen Fest, mit schönem Wetter und einer Ehrung noch. Also eine Ehrung zum Ehrenzeichenträger von unserem Altbürgermeister. Und das hat sich heute in dem Rahmen wunderbar ergeben. Die Landtagspräsidentin ist ebenfalls da und hat uns auch mit Grußworten beehrt. Und es freut uns, dass heute das Fest so gut gelingt. Wie schwierig war es eigentlich, ein Projekt solcher Art zur Umsetzung zu bringen? War der Gemeinderat da immer Ihrer Meinung oder hat es da auch Diskussionen darüber gegeben? Diskussionen gibt es natürlich immer, aber im Grunde genommen wollten wir alle das Gleiche und aufgrund der Kostenfrage mussten manche Sachen geändert werden und da ist der Gemeinderat sehr meinen Vorschlägen gefolgt. Der Platz selbst ist ja wunderschön gestaltet, obwohl kritische Stimme meint, zu viel Pflaster, aber dem ist nicht so. Sie haben auch das heute ausführlich zum Ausdruck gebracht, dass man bewusst sehr viel Grün gelassen hat. Richtig, das war am Anfang, solange noch kein Gras da war, sah das alles braun und grau aus und da kamen schon die Beschwerden von der Bevölkerung, das ist ja alles zugepflastert. In der Zwischenzeit ist alles grün gewachsen, die Rasensamen angegangen. Wir haben auch schon gehört, es ist das Tolle, die Baumscheiben unten sind gleich groß wie die Baumkronen und das ist wichtig für gesunde Bäume. Der Platz ist ja so eine Art, ein Ort der Begegnung. Wie der künftig jetzt genutzt werden? Der wird nach wie vor für Platzkonzerte im Sommer genutzt. Es ist der Nikolaumarkt, es ist der Nikolaumzug und wenn weitere Veranstaltungen sind, im Herbst sind dann die Weidertöfel oder gewisse Gesellschaften oder Vereine machen dann ihre Nikolo und ihre Glühweinstände. Und es ist für alle möglichen Veranstaltungen kann man das jetzt nutzen. Es ist ja auch in der Ladestation, in unserem Mehrzweckhaus, ist ja auch die Möglichkeit des Ausschanks mit Stromanschluss, mit Wasseranschluss und das erleichtert natürlich auch jede Bewirtung. Vielleicht ganz kurz noch, ist ja sehr wichtig in Zeiten des Klimawandels eine E-Ladestation. Wer kann da jetzt alles Strom beziehen? Es gibt ja auch ein Automobil. Richtig, wir haben mit Reute gemeinsam ein U-Projekt durchgezogen. Dafür haben wir unser Ferni, unser E-Auto, das wir für Dienstfahrten verwenden, aber auch gleichzeitig, das kann man auch ausleihen. Und eine Ladestation ist damit für das Ferni reserviert. Die zweite Ladestation ist öffentlich und die ist in letzter Zeit auch sehr häufig frequentiert. Eine Neugestaltung für einen Dorfplatz ist meiner Ansicht nach eine besondere Herausforderung. Es ist ein zentraler Raum, es ist ein öffentlicher Raum, oft mit einer langen Geschichte verbunden. Und der Dorfplatz ist ja einfach so quasi die Urform der gemeinsamen Nutzung eines öffentlichen Raumes. Zugegebenermaßen viel der Vergangenheit hat er in erster Linie dazu gedient. Oft war es der einzige Platz, wo es einen Brunnen gab, um Wasser zu holen und dort aber auch die Gelegenheit hatte, sich mit Menschen zu treffen und auszutauschen. Begonnen hat ja diese Planung bereits noch in Ihrer Ära.
Jawohl, das ist richtig. Es war für uns also unheimlich wichtig, nachdem also die früher in Verwendung gewesene Porphyrpflasterung sich als ungeeignet erwiesen hat, war es notwendig, eine neue Pflasterung vor dem Gemeindeamt durchzuführen. Wir wollten also versuchen, den Platz möglichst so zu gestalten, wie er vorher war. Wir wollten die Grünflächen erhalten. Das war das wichtigste Credo, das wir verfolgt haben. Und das ist, glaube ich, wie man heute auch sieht, sehr, sehr gut gelungen. Wir haben also mehrere Dinge auch gleichzeitig erledigen können. Wir haben also das Gemeindeamt umgebaut, haben die Arztordination komplett neu gebaut und saniert. Wir haben eine E-Tankstelle errichtet und ich glaube also, dass es ein guter Weg war, das neu zu gestalten. Ein Dank gilt meines Erachtens auch der Abteilung Dorferneuerung. Nur mit der Zusammenarbeit war es möglich, einen Architektenwettbewerb durchzuführen, den Landschaftsarchitekten aus Vorarlberg gewonnen haben. Und ich glaube, es wird also auch in der Bevölkerung jetzt schon als sehr, sehr positiv dargestellt, dass hier dieser Platz so gestaltet worden ist. Abschließend für Sie, man sieht schon, ist es sozusagen ein gelungenes Objekt. Ja, das traue ich mich zu sagen, nachdem ich also doch in vielen anderen Orten auch unterwegs bin und wie ich vorher schon erwähnt habe, wir wollten also vermeiden, dass also eine Bodenversiegelung stattfindet und es ist uns gelungen, hier möglichst viel Grünflächen zu erhalten und trotzdem auch eine Bespielung vor allem auch durch unsere Harmoniemusik Lech Aschau vor dem Gemeindeamt auf einem ebenen Untergrund durchführen zu können. Man hat ein Grundbudget und dann muss man schauen, wie man mit dem Grundbudget durchkommt. Und nachdem das so problematisch geworden ist, bin ich wirklich ins Land reingefahren mit Vorschlägen, wo wir sparen und was wir dafür zusätzlich brauchen. Und ich glaube, mit guten Argumenten kann man auch schon noch versuchen, ein bisschen Förderung und Subventionen zu bekommen.